Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Heute zu Gast bei mir im Care in Action Podcast, ich darf es einfach so sagen, wie es ist, ein langjähriger persönlicher Freund und Wegbegleiter, Fabian Kaufmann. Herzlich willkommen bei Care. Herzlich willkommen ebenfalls. Wir haben uns, es fällt mir ein bisschen schwer es zu sagen, aber es sind schon 30 Jahre, ich habe es heute früh nachgerechnet, dass wir einander getroffen haben. Das wird ein recht persönlicher Podcast, weil wir uns eben schon so lange kennen. Der Herr Kaufmann, der Fabian hat damals gerade seine Matura gemacht und ich war im ersten Jahr meiner Berufstätigkeit bei einer anderen Hilfsorganisation damals und ich kann mich noch gut erinnern, als wir uns das erste Mal dann getroffen haben und er mir gesagt hat, er möchte einen Matura-Ball für sein damaliges Gymnasium zugunsten dieser anderen Organisation machen. So hat das also vor 30 Jahren begonnen, dass wir uns getroffen haben und wir haben uns eigentlich seither dann nicht mehr wirklich mit On and Offs aus den Augen verloren und heute bin ich ganz stolz, sagen zu können, dass Fabian Kaufmann und sein Unternehmen, er ist der Eigentümer und Geschäftsführer von CC Real, zu den wichtigsten Firmenunterstützern von Care Österreich zählt und uns in dieser Eigenschaft sehr viele Dinge ermöglicht, die wir ohne sein Engagement und auch das seines Teams so nicht durchführen könnten. Und als Wirtschaftstreibender in dieser angespannten Zeit, in der wir sind, möchte ich mich jetzt gar nicht bedanken in dem Sinn, das tue ich bei vielen Gelegenheiten, sondern dich gleich fragen, 30 Jahre später, wir arbeiten immer noch karitativ sehr eng zusammen, eigentlich sehr viel enger als je zuvor. Warum machst du das und warum ist dir das wichtig? Wichtig ist es, wenn man in seinem Leben doch hin und wieder relativ viel Glück gehabt hat, auch viel Engagement ins Leben gesetzt hat und Firmen aufbauen durfte, dass man was zurückgibt. Und wie immer im Leben, es hängt sehr viel zusammen mit persönlichen Kontakten, mit persönlichem Vertrauen. Und wenn man etwas Gutes tut, dann am liebsten mit Menschen, die man in seinem Leben hat. Das ist wirklich sehr schön und ich muss ehrlich sagen, wir von Care Österreich, nicht nur ich als Geschäftsführerin, sondern auch meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schätzen das wirklich unheimlich und wir haben gemeinsam Dinge bewirkt, die wir alleine so nicht machen könnten. Also die Unterstützung schaut in erster Linie so aus, dass du sehr viele Dinge sponsorst, die Care macht. Und es ist ja heute auch als humanitäre Organisation wichtiger denn je, dass man in der Öffentlichkeit sich präsentieren kann und das auch gemeinsam mit guten Partnern tut. Also für alle, die sich jetzt fragen, was ist das für eine großartige Unterstützung? Das ist vor allem das Sponsoring von Events. Die sind derzeit nicht möglich, weil wir planen für nächstes Jahr einen großen Event am 22. Juni. Das sind vor allem Dinge in der Digitalisierung. Wir haben ein virtuelles Care-Paket gemeinsam produziert. Das sind einfach Dinge, die relativ kostenintensiv sind und die man nicht aus Spendengeldern finanziert. Damit erreichen wir tausende Menschen, die wir für unsere humanitäre Arbeit gewinnen können. Wir leben in einer sehr globalisierten Welt und dein Unternehmen ist ja auch ein global tätiges, richtig? Ja, wir sind sowohl in Europa als auch in Australien und Amerika tätig. Ich habe einem anderen sehr prominenten Wirtschaftstreibenden in diesem Podcast eine ähnliche Frage gestellt. Einige Zeitungen haben getitelt, ist die Pandemie das Ende der Globalisierung oder ändert sich die Globalisierung durch die Pandemie? Was wäre deine Antwort darauf? Ich glaube, dass sich die Globalisierung in den letzten Jahrzehnten immer verändert hat, dass die Pandemie ein sicherlich einschneidendes Erlebnis für uns alle ist. Es wird zu Änderungen kommen, aber definitiv nicht das Ende einer weltweiten Zusammenarbeit. Leider haben wir es bis jetzt nicht geschafft, dass wir enger zusammenarbeiten, was eigentlich durch so eine Pandemie, die weltweit passiert ist, auch hätte stattfinden können. Aber davon sind wir leider weit entfernt. Aber ich bin demnach immer noch sehr positiv, dass sich die Menschen weltweit in den nächsten Jahrzehnten auch weiterhin sehr global miteinander beschäftigen. Mehr aus wirtschaftlichen Gründen oder weil wir näher zusammenrücken?
Ich glaube, das Wirtschaftliche ist sicher immer im Vordergrund, aber aufgrund auch der veränderten Klimasituation auf der Welt wird es ein engeres Zusammenleben geben müssen, ob wir wollen oder nicht. Du hast es gerade selbst angesprochen, die veränderte Klimasituation, die Klimakrise oder den Klimakonflikt, wie es manche schon nennen. Bist du enttäuscht, was in Glasgow rausgekommen ist bei der letzten großen Klimakonferenz, oder hat es deine Erwartungen mehr oder weniger getroffen? Enttäuschung ist was sehr Relatives, weil das würde davon voraussetzen, dass man spezielle Erwartungen gehabt hätte. Ich glaube, es ist das rausgekommen, was wir Menschen und die Regierenden derzeit bereit sind, miteinander zu tun. Dass das enttäuschend ist für uns und für unsere Zukunft, über das, glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren. Also sehr enttäuscht waren viele Vertreter von sogenannten südlichen Ländern, wie zum Beispiel der Klimaforscher aus Bangladesch, der also klipp und klar gesagt hat, er sieht nicht ein, dass die reicheren sogenannten nördlichen Industrieländer nicht bereit sind für die Schäden, die aber vorwiegend von den reicheren Nationen verursacht werden, zu zahlen in den ärmeren Ländern des globalen Südens, beziehungsweise eine finanzielle oder technische Unterstützung zu geben, dass man besser damit umgehen kann. Siehst du diese Diskrepanz auch, oder denkst du dir, naja, wir haben eh genug mit uns selber zu tun und schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt? Also ich bin jetzt keine Experte auf diesem Gebiet, habe nur eine persönliche Meinung zu dem Thema, und ich glaube, dass die gesamte Auswirkung der globalen Klimasituation uns, glaube ich, in Europa nur bedingt tatsächlich bewusst ist. Wir schauen natürlich momentan nur auf uns. Sieht man auch bei sehr vielen Maßnahmen, wie zum Beispiel, auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache, dem Elektroauto, das zwar sehr gut ist für unsere Städte, aber für viele Menschen in Afrika oder in Chile eine eher sehr stark negative Auswirkung hat. Und ich glaube, da wird noch einiges passieren müssen, bis wir in Europa verstehen, dass, wenn wir die Welt vernichten, wir wirkliche Auswirkungen haben, die wir dann in Europa nicht mehr eindämmen können. Vor allem, was man sieht, nicht nur durch die Pandemie, sondern auch durch die, nennen wir es jetzt Klimakrise, ist, dass die Armut wieder im Steigen ist, die absolute Armut. Leider Gottes, dass viele der sogenannten nachhaltigen Millenniumsziele sich rückläufig entwickeln. Und wir sehen auch, dass der Hunger, so plump das klingt, ist auf dem Vormarsch. Und zwar in Ländern wie nicht nur in Subsahara-Afrika, nicht nur aufgrund des Klimawandels, auch aufgrund von Konflikten natürlich. Aber wir sehen zum Beispiel in Afghanistan, was CARE dort in erster Linie macht, ist Nothilfe leisten, weil sehr, sehr viele, vor allem Kinder und junge Menschen in Afghanistan, bei weitem nicht mehr genug zu essen haben. Und das ist leider wahr für viele Länder, in denen CARE halt weltweit arbeitet. Auf der anderen Seite muss man schon auch erwähnen, und das ist die Frage eher zurück, ist es den Politikern, mit denen ihr es zu tun habt, überhaupt bewusst, dass einfach Grenzen zuzusperren und uns Österreich oder Europa abzuschotten, am Ende des Tages nicht funktionieren wird? Inwieweit das den Politikern bewusst ist und Politikerinnen, das kann ich dir so nicht beantworten, aber ich bin froh, dass du es ansprichst, weil ich habe gerade in dieser Woche, wir sehen also, was an der Grenze zu Belarus und Polen passiert, das ist ja unglaublich. Ich habe an alle namhaften österreichischen Politiker und an alle Club-Obleute aller Parteien geschrieben und meiner Erschütterung Ausdruck verliehen, dass wir wirklich an den europäischen Grenzen erlauben, dass alles, wofür Europa steht und gestanden hat, muss man fast sagen, wirklich mit Füßen getreten wird und wir uns dann hinstellen in ein paar Jahren und möglicherweise dann auch irgendwelche Denkmäler enthüllen für die Opfer, die das gekostet hat. CARE ist natürlich nicht auf dem Standpunkt, dass alle Grenzen zu öffnen sind und alles unreguliert stattfinden soll, aber das Recht auf Asyl, das Recht für Schutzsuchende, das ordentlich anzusuchen und abzuwickeln, das müsste unter menschenwürdigen Bedingungen auch an den europäischen Grenzen möglich sein. Und inwieweit dieses Bewusstsein jetzt bei den politisch Verantwortlichen wirklich ausgeprägt ist und vor allem zu einer konkreten Handlung führt, die mehr ist, als das nur zu verurteilen, das frage ich mich ehrlich gesagt selbst auch. Und als eine Konsequenz, CARE Österreich ist sehr engagiert am Balkan. Das ist also das nächst
gelegene Care-Einsatzgebiet zu uns. Und wir haben heuer zum Glück aus großzügigen Spendenmitteln ein eigenfinanziertes Projekt Covid für Flüchtlinge in Bosnien-Herzegowina durchgeführt, weil es unerträglich ist, als nicht nur als Care-Chefin, sondern als europäische Staatsbürgerin zu sehen, wie hilflos da die Europäische Union und auch unsere eigenen Politiker agieren. Wir immer nur sagen, das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht, da machen wir jetzt die Augen zu. Ist sicher keine adäquate Methode. Und wir sollten uns wirklich überlegen, ich habe das selber in meinen Anfängen von Care sehen können, dass ein sinnhaftes Resettlement-Programm durchaus uns helfen könnte und vor allem auch Frauen und Mädchen die Möglichkeit geben würde, zu migrieren und nicht ihr Leben zu riskieren und Schreckliches durchzumachen. Und also wir fordern sofort, dass alle Kinder und Frauen, die an dieser Grenze zu Polen sitzen, von der EU rausgeholt werden und ordentlich untergebracht werden. Ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt im reichsten Kontinent der Welt. Als politisch engagierter und sehr humanitär eingestellter Unternehmer platzt dir da auch öfter der Kragen, wenn du die Nachrichten siehst? Oder denkst du dir, das kann jetzt gar nicht sein? Da platzt natürlich der Kragen. Sonst würde man sich wahrscheinlich auch nicht engagieren mit seinen Mitteln, die man hat. Es gibt da immer zwei Möglichkeiten. Entweder man versucht selber etwas zu organisieren oder man sucht eben jemanden wie Care Österreich, der eigentlich die Hilfe dann ausführt und dem man vertrauen kann, was meiner Meinung nach am Ende des Tages viel effizienter ist. Und wir müssen auch leider feststellen, oder ich habe festgestellt, wenn man sich die Nachrichten der letzten 5 Jahre anschaut, die Anzahl der schrecklichen Meldungen ist eigentlich sehr stark gestiegen oder mehr, als was man eigentlich erwarten konnte. Und man sitzt teilweise vollkommen teilnahmslos vor dem Fernseher und wundert sich eigentlich nur noch über das, was weltweit passiert. Und wenn dann eine schöne Meldung kommt, dann gibt es in der Not halt irgendwo Überschwemmung oder eine andere humanitäre Krise. Aber es ist, man fühlt sich ein bisschen hilflos, ja. Und die Anzahl der Krisen nimmt ja weltweit zu. Das ist nicht, weil ich besonders pessimistisch bin, sondern das sind faktische Berichte. Das kommt daher, dass klassischerweise eine Naturkatastrophe ist etwas, das setzt ein wie ein Erdbeben, wie in Haiti zum Beispiel 2010 oder im heurigen Jahr. Und dann macht man eine humanitäre Intervention und dann zieht man sich wieder zurück. Aber wir haben so viele Krisengebiete, wo die humanitäre Katastrophe ausgelöst durch eine Naturkatastrophe nur zusätzlich zu einem Konflikt, zu einem Bürgerkrieg, zu einem Krieg wie in Syrien kommt, sodass man übereinander geschichtet die Problematiken hat und sehr, sehr viele humanitäre Katastrophen über Jahre gehen. Das heißt, man hat nie genug, um allen zu helfen, sondern der Bedarf ist enorm. Also er war noch nie so hoch wie im heutigen Covid-Jahr. Und der Bedarf an Hilfeleistung heißt auch der Bedarf an Spenden, jetzt nicht nur an Privatspenden, sondern auch an dem, was Staaten und institutionelle Geldgeber zur Verfügung stellen. Und es ist ein regelrechter, teilweise ein Wettlauf, wem, wann, wie geholfen werden kann. Und weil wir gerade von Haiti gesprochen haben, das liegt ja mitten in der Karibik, umringt von durchaus reicheren Ländern und sogar in so einem kleinen Inselstaat wird viel zu wenig Hilfe geleistet, viel zu wenig nachhaltig verändert. Und Haiti hat nach dem heutigen Erdbeben ist so gut wie allein gelassen worden mit internationaler Hilfeleistung, weil die Welt gar nicht mehr weiß, wohin sie sich wenden soll und wo Hilfe geleistet werden soll. Wie begegnest du eigentlich, weil ich kann mir vorstellen, du wirst oft gefragt, dass du jemandem hilfst oder einer Organisation unterstützt. Wie begegnest du eigentlich diesem Argument, naja, man braucht sich eh nicht wahnsinnig engagieren, weil man kann ja nie allen helfen, beziehungsweise na, bei uns gibt's ja auch so viele arme Leute, warum tut man nicht für die was, warum reden die jetzt über Haiti und Afghanistan und da draußen gibt's auch Leute, die das dringend bräuchten. Was ist da deine Antwort drauf? Ich glaube, das hat sich die letzten Jahre schon ein bisschen geändert. Also es gibt ja in unserer Branche, wo wir tätig sind, wir sind nicht nur in der Immobilienbranche tätig, sondern sehr verknüpft mit institutionellen Investoren. Und da gibt es dieses wunderschöne Schlagwort ESG.
Und das ESG hilft uns allen. Erklärst du das bitte? ESG ist eine neue, das heißt Environmental, Social and Governance, sind Richtlinien, wie du dich als Firma mit Umwelt, sozialen Problemen und auch mit internen Berichtswesen oder sonstigen, wie du dich aufstellen musst, wie du damit umgehen musst. Und das sind sehr strenge Vorgaben, die mittlerweile dank Covid verrückterweise sehr massiv in das unternehmerische Bild eingearbeitet werden müssen. Vor circa 2 bis 3 Jahren, wo wir wieder begonnen haben, sehr intensiv zu spenden, mussten wir uns noch erklären. Dank diesen neuen ESG-Richtlinien wird eher gefragt, warum nicht noch ein bisschen mehr. Okay. Und also, fragen das deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder deine Kunden? Institutionellen, also das sind institutionelle Investoren, okay. Von denen kommt eher jetzt der Druck, dass man hier mehr machen sollte. Mhm. Früher war es so, dass wir sehr viel gespendet haben und sehr viel getan haben, ohne darüber zu sprechen. Mhm. War einfach in der Natur unserer Sache. Das ist ein bisschen die Schattenseite von ESG. Wir müssen jetzt auch drüber sprechen. Tu Gutes und sprich darüber. Richtig. Mhm. Und du musst das dokumentieren und du musst das halt auch tatsächlich plakativ in der Präsentation verwenden. Was aber grundsätzlich etwas Gutes ist. Mhm. Das heißt, hier gibt es ja wohl eine Veränderung. Und diese schlagenden Argumente, warum sponsert man Care in irgendwo auf der Welt anstelle von den armen Menschen rund um uns, habe ich jetzt schon längere Zeit nicht mehr gehört. In der Vergangenheit habe ich es immer, ich habe es nie widersprochen, ich habe nie dagegen geredet. Man kann ja auch im lokalen Bereich etwas tun. Absolut. Das eine widerspricht sich mit dem anderen nicht. Aber ich glaube, man sollte schon ein bisschen am Boden der Realität bleiben in Europa oder gerade in Zentraleuropa. Armut ist nicht immer gleich Armut. Absolut. Wir sitzen alle im selben Boot, sagt man immer, aber manche sitzen halt viel bequemer als andere und das gilt für Covid genauso wie für die Klimakrise. Was ich dich jetzt gern fragen möchte, ich meine, würdest du sagen, das, was wir jetzt erleben in der Covid-Pandemie, das ist das, was zu unseren Lebzeiten das Schlimmste ist, was wir erlebt haben, was uns unmittelbar betrifft? Als Gesellschaft. Glaube ich nicht. Mhm. Aber es zeigt auf eine sehr perfide Art und Weise, wie unsere Gesellschaft denkt und wie der Zusammenhalt der Gesellschaft ist. Und dass das Gemeinsame definitiv nicht über dem Ich steht. Und dass man das einmal wirklich schwarz auf weiß liest jeden Tag oder sieht draußen, bei diversen Demonstrationen oder sonstigen. Das muss ich für mich selber sagen, das ist für mich schon etwas schlimm, sogar sehr schlimm. Und man stellt sich dann die Frage, ob man in dieser Gesellschaft tatsächlich sich wohlfühlt. Glaubst du, dass das früher wirklich anders war? Nein. Man hat es nur nicht gesehen. Man hat es durch die neuen Medien halt jetzt eher mehr schwarz auf weiß, dass man es nachlesen kann, was die Menschen denken. Ich glaube nicht, dass sich das verändert hat, aber man gibt ja die Hoffnung nicht auf, dass man ein bisschen lernt. Man hätte auch nicht mehr geglaubt, dass vor irgendwelchen Grenzen Europas Menschen stehen müssen, die nicht wissen, wie sie nach vorne oder nach hinten gehen. Oder im Mittelmeer ertrinken. Oder im Mittelmeer ertrinken. Wir erinnern uns alle an das Bild von dem Buben in der Türkei, oder? Ja. Das angeschwemmt wurde und dann haben sich alle namhaften Politiker und Präsidenten hingestellt und gesagt, sowas wird es in Europa nicht mehr geben, das ist viele tausende Tote später. Das stimmt und ich glaube, diese Themen werden sich immer wieder wiederholen, leider Gottes. Wir werden halt immer nationalistischer in diesen Bereichen, leider. Also ich glaube nicht, dass es das Schlimmste ist, was wir je gesehen haben. Es ist nur ein sehr für mich schockierender Spiegel, der uns vorgehalten wird, wo wir tatsächlich stehen und dass wir wieder mal geschichtlich gesehen nichts gelernt haben. Das ist leider kein sehr positiver Ausblick. Da passt dann irgendwie meine nächste Frage dazu. Die Klimakrise, die überlagert ja oder ist jetzt quasi neben der gesundheitlichen Krise. Und wie schaffen wir das als Weltgemeinschaft? Ich spreche jetzt nicht von der österreichischen Zivilgesellschaft, sondern als globale Zivilgesellschaft, dass wir uns in diesem Notfallsmodus halten und aber nicht paralysiert werden, sondern wirklich in der Lage sind, etwas
zu tun. Und auch wenn man nicht gleich alles tun kann, dass man sagt, okay, man geht Schritt für Schritt und geht aber und tut. Weil ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die vielen Krisen, die auf uns einprasseln, dazu führen könnten, dass manche dann ganz entmutigt sind und sich denken, ja, da brauche ich eh gar nichts mehr machen, das schaffen wir eh nicht. Ich möchte gerne mit der Arbeit von Care und letztendlich, das ist auch etwas, was du uns sehr ermöglichst, positive Wege aus den verschiedenen Krisen zeigen, nämlich dort, wo man noch was machen kann, sicher nicht für alle und sicher nicht für ganze Länder oder Regionen, aber doch für viele tausende einzelne Menschen. Wie schafft man das als Mitglied unserer Zivilgesellschaft, dass man das wirklich sagt, okay, das ist alles schwierig, ein bisschen auswegslos, aber es gibt Mittel und Wege, wo man sehr wohl positiv vorangehen können, weil ich glaube, das wird essentiell sein für die nächsten Jahre. Auch wieder aus der Geschichte heraus. Ich glaube, wir Menschen haben immer wieder Rückschläge hinnehmen müssen. Ich glaube, unsere Generation hat sicherlich viele Sachen nicht gelebt, die die Generation davor erlebt hat, die wahrscheinlich noch auswegsloser war, als was wir heute erleben. Und aber vielleicht auch resilienter, weil nicht ganz so, ich will nicht sagen, dass alle verwöhnt sind, aber wir haben doch einen sehr hohen Standard in weiten Teilen unserer Lebenszeit genießen dürfen, oder? Wir haben ein bisschen, ja, wir haben schon ein bisschen diesen, das sieht man auch bei dieser ganzen Covid-Krise, wir haben schon einen sehr angenehmen Lebensstandard und mit einem Sozialsystem, dass der Verlust, wenn irgendwas passiert, relativ gering ist. Das ist durchaus richtig, aber ich glaube trotzdem, dass man den Glauben an den Menschen nicht ganz aufgibt, also ich auf keinen Fall. Ich glaube, dass wir auch aus der nächsten Krise rauskommen. Wie das mit der Klimakrise wirklich weitergeht, dafür bin ich zu wenig wahrscheinlich Experte. Wir können uns nur um das kümmern, was uns direkt betrifft. Und zum Beispiel bei unserer Firma, um unsere Häuser, dass das wirklich klimaaktiver wird. Da macht ihr jede Menge, habe ich gelesen. Wir machen sehr viel und wir versuchen sehr viel auch zu verbessern. Ob man wirklich den Traum einer der EU verwirklichen kann, dass ein Haus klimaneutral ist. Den Green Deal. Ja, über das können wir mal diskutieren. Weil wir werden immer einen Strom verbrauchen, wir werden immer gewisser, aber man kann es intelligenter machen. An dem arbeiten, glaube ich, wir alle. Mhm. Und unsere Aufgabe ist, das in unserer kleinen Welt zu verbessern. Nicht irgendwo hinzuschauen nach China oder nach Asien oder sonst wo und immer mit dem Zeigefinger, die verbrauchen sowieso viel mehr als wir. Das ist ein Killer-Argument, deswegen brauchen wir nichts tun. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz, wobei man wahrscheinlich auch hier die Chinesen nicht unterschätzen sollte. Mhm. Die machen wahrscheinlich mehr, als was wir glauben oder wissen. Mhm. Aber das ist unsere Aufgabe, dass wir in kleinen Schritten einen Schritt nach dem anderen nach vorne setzen. Ob man das wirklich so mit global lösen kann mit 2-3 Aktionen und die Welt steht wieder normal, das wird es wahrscheinlich nicht geben. Das beschreibt sehr schön, was du jetzt gesagt hast, die humanitäre Arbeit von Care. Es reichen nicht die 2-3 großen Schritte und die Welt dreht sich anders, sondern es sind Millionen von Arbeitsschritten und kleinen Schritten und zigtausende Menschen, die guten Willen sind und eben nicht aufgeben und sagen, okay, ich mache, was ich kann. Das verändert was positiv und beim Rest schauen wir, wie wir damit umgehen können. Aber das ist sicherlich die bessere Einstellung, als was teilweise jetzt kursiert und was einen teilweise auch überkommen könnte, wenn man eher pessimistisch ist und sich denkt, da gibt es eh keinen Ausweg. Also es gibt für alles einen Ausweg. Die Welt wird sich weiter drehen mit Corona und mit der Klimakrise und Unternehmen wie CC Real und die Arbeit von Care Österreich sollten, dieses Beispiel sollte Schule machen. Und deshalb ist es auch so positiv, wenn man zu Gutes und spricht darüber ernst nimmt, weil wir machen auch diesen Podcast, damit andere Wirtschaftstreibende den hören und die Verbindung aus Care und einem Unternehmen wie CC Real, die kann wahnsinnig viel Positives hervorbringen und es wäre schön, wenn auch andere diesem Beispiel folgen würden. In diesem Sinne, Fabian, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Herzlichen Dank. Und ich freue mich auf viele weitere gemeinsame Aktivitäten. Von unserer Seite auf jeden Fall. Ich danke dir. Herzlichen Dank.